Herzlich willkommen zu meinem Kurzvideo zu den Grundkompetenzen zu Windows 11. Und diesmal zeige ich dir, wie man im Autostartordner Programme, die eben mit dem Start vom Computer, vom PC gestartet werden, sich anzeigen lässt und auch wieder deaktivieren kann. Ich aktiviere wiederum Steuerungstaste Alt entfernt, um den Taskmanager zu starten. Ich wähle jetzt hier den Taskmanager, gehe in den Bereich Autostart hinein, habe hier Programme, die gestartet werden. Es wird mir angezeigt, wie hoch die Auswirkung ist, das heißt, wie stark bei meinem Start meines PCs der Start verlangsamt wird, und könnte jetzt hier zum Beispiel hergehen beim ersten und könnte hier auf Deaktivieren klicken, und dann würde dieses Programm deaktiviert werden. Ja, und auf die gleiche Art und Weise könnte ich wieder ein Programm dann aktivieren. Und das war's schon. Danke für deine Aufmerksamkeit.